Okay, wie ich gesagt habe, gleich Phantome beschwören. Au. Ach, so schimmernde Traumbestie ist da zwischen uns. Das ist nicht so toll. So, ziehst dich mal zurück. Oh. Autsch. Gut, was steht im Nachtrag jetzt? Ich habe das riesige Auge ausgeschaltet. Ein großes Auge leitet die ätzende Galle in eine Kammer in den westlichen Eingeweiden. Ich muss einen Weg finden, es davon abzuhalten. Ja, einfach indem ich die beiden Polypen zerstört habe. Ja, Lagofettleber. Hm. Blinky! Resistent gegen Wahrnehmungswirkung, Nahkampfgenauigkeit. Hm. Nein, indeed. Also ja, das Auge ist hinüber und wir haben den Weg nach unten freigemacht. Gut, bevor wir hinabsteigen, wir haben zwei Verwundete und wir haben Bekanas. Ich weiß auch nicht, warum ich den Namen immer falsch ausspreche. Bekanas Sternenfragment, also geben wir das erst ab und rasten mal. Bevor wir uns dann in die unteren Ebenen begeben. Oh, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die jetzt alle an ihren Pulten sitzen und schreiben. Ich erinnere mich an dich. Bekana sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Ihr Sternmetall geben, wird das als himmlischer Auslöser reichen? Bekana nimmt den Stein behutsam entgegen und dreht ihn, um seine raue Oberfläche zu begutachten. Ihre Augen sind weit geöffnet, sie zittert nicht im geringsten. This is the one. Das ist er. Ich habe dich keine Zauber wirken sehen. Wie konntest du das überhaupt wissen? Fasina geht einen Schritt näher, um das zu beobachten. Doch Bekana hält sie auf Abstand. Stand back, Watcher. I have waited so long for this moment. Not even gratitude will slow me down. Bleib zurück, Wächter. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und nun wird mich noch nicht einmal Dankbarkeit langsam markieren lassen. Bekana stellt ihre Füße in einige Entfernung voneinander auf und hebt ihren Zauberstab gen Himmel. Eine Brise, die du nicht bemerkst, zerzaust Bekanas Kleidung und weht durch ihr Haar. Sie öffnet ihre Augen und ein Lächeln bildet sich langsam auf ihren Lippen. A moment, Watcher. I doubt I could forget the words if I live to be a thousand, but let me write them down where they belong. Einen Augenblick, Wächter. Ich bezweifle zwar, dass ich die Worte vergessen würde, auch wenn ich 1000 Jahre alt würde. Ich werde sie aber trotzdem niederschreiben, wo sie hingehören. Sie schlägt ihr Zauberbuch auf und beginnt einige Runen in einer gewundenen, eleganten Schrift niederzuschreiben. Fasina beugt sich vor, um die Schrift zu studieren. Ihr Blick scheint keinen Anhaltspunkt auf der Seite zu finden. Schließlich dreht sie sich zu dir. Der Zirkel verdient ein Talent wie sie nicht.
there. The Carnes Midnight Daydream. Not a bad ring to it, huh? Da, Beccarnas Tagtraum zum, um Mitternacht. Das klingt doch nicht schlecht, Ack. Sie klappt das Buch zusammen und seufzt. Keep this as a memento, my friend. A nice statement piece for the dinner table. That hum of power is relaxing in the palm of your hand, no? Behalt dies als Erinnerung, mein Freund. Ein schönes Stück für die Dinnertafel. Dieses Summen der Macht in der Hand ist entspannt, nicht wahr? Beccarna drückt sich einen Kuss auf die Finger und berührt das Sternenmetall, bevor sie es dir übergibt. Himmlischer Unruhestifter. Was macht der denn? Gewährt Diener der Stärke. Der Benutzer lässt die im Sternenmetall eingeschlagenen Geister frei. Jedes Mal, wenn einer dieser Geister getötet wird, erhält der Träger eine zufällige Inspiration. Entweder stark, fit, schnell, einsichtig, klug oder standhaft. Hallo, auf neues Spielzeug für dich. Dieses Bruchstück ferner Sterne stammt nicht von dieser Welt, doch es brummt mit arkaner Macht. Der schalige Kern des Metalls ist schwer und schwer von der ruhenden Geisterenergie, die er enthält. Die Geister sind territorial und aggressiv und können erscheinen, um eine äußere Bedrohung abzuwehren. Iordas Adra scheint sie nicht besonders anzuziehen. Sonst wären sie schon längst aus dem Metall geflohen. Mhm. You scribed a new spell? Right there on the spot? Du hast einen neuen Zauber verfasst, einfach so aus dem Nichts? I had an early draft prepared already, but it was missing a little something. Ich hatte schon einen Vorentwurf vorbereitet, es fehlte aber noch etwas. Sie blickt mit einem müden Lächeln auf das Sternenmetall herab. Beccarnas Taktrum um Mitternacht, was ist dessen Wirkung? It channels starlight into a living ball, inspiring and motivating all that it touches before dispersing back into the ether. Er bündelt Sternenlicht in einer lebendigen Kugel, die jenen inspiriert und motiviert, der sie berührt, bevor sie sich wieder im Äther auflöst. Mhm. As spells go, it is a little tough to control. But maybe not bad for a first start. Was Zaubersprüche angeht, so ist es etwas schwieriger, sie zu kontrollieren. Vielleicht aber nicht so schlecht für den Anfang. Fühlst du dich jetzt anders, da du einen Zauber geschrieben hast? I feel as if I have climbed a long and winding staircase, opened the door at the top, and found a polished spyglass waiting for me. Ich fühle mich, als the entire sky to still explore. Ich fühle mich, als hätte ich eine lange und sich windende Treppe erklommen, die Tür an der Spitze geöffnet und ein blank poliertes Fernglas gefunden, das auf mich wartet. Jetzt habe ich immer noch den ganzen Himmel zu erforschen. I do not know what comes next. But I am pleased to have come this far, especially with good company. Ich weiß nicht, was nun passiert, aber ich bin aber froh, so weit gekommen zu sein. Besonders in guter Gesellschaft. Sie greift an deine Hand und drückt sie. For now I want to spend some time with my book and my observatory. And a well-deserved cup of tea. Ich möchte vorerst etwas Zeit mit meinem Buch und meinem Observatorium. Und meinem Observatorium verbringen und einer wohlverdienten Tasse Tee. Sie drückt ihr Zauberbuch in einer engen Umarmung. Ich mache mich auf den Weg. Glückwunsch, Beccarna. Ich frage mal nicht nach dem Zauber. Before you go, a parting gift. You have done enough for me that I owe you more than a roll of parchment. Bevor du gehst, hier noch ein Abschiedsgeschenk. Du hast so viel für mich getan, dass ich dir mehr schulde als nur eine Pergamentrolle. Beccarna zieht ein Zauberbuch aus ihrem Sack und beginnt langsam eine zweite Reihe von Runen hineinzuschreiben. I happened upon this friendly-looking book while you were out looking for the star metal. And here there is a blank page, like it was waiting for us. Ich schließe auf dieses Buch mit seinem schönen Einband, während du auf der Suche nach dem Sternmetall warst. Und da war diese eine leere Seite, als wenn sie auf uns wartete. Sie zwinkert dir zu. May you do great things with it. Mögest du große Dinge damit verbringen, sie übergibt dir das Zauberbuch und errötet. Thanks to you, I have remembered much and learned more than I could ever forget. Agrasimer Watcher. This would have been extremely unlikely without good friends. Dank dir konnte ich mich an einiges erinnern und ich habe mehr gelernt, als ich jemals vergessen könnte. Aggressiver Wächter. Das wäre ohne gute Freunde äußerst unwahrscheinlich gewesen. You give us too much credit for something you figured out alone. Bask in that achievement and let me know how it feels, Ack.
Du überlässt uns zu viele Lorbeeren für etwas, das du alleine herausgefunden hast. Genieße diese Errungenschaft und sag mir, wie es sich anfühlt, Ak. Berkane schenkt ihr ein kurzes Lächeln, bevor sie ihr Zauberbuch aufschlägt, um ihre niedergeschriebenen Worte zu studieren. So, do I look like an Archmage yet? Also, sehe ich schon wie ein Erzmagier aus. Berkane nimmt eine Pose ein und neigt ihren Kopf mit einem wilden Grinsen zur Seite. It might take a little time still. I should find some better robes. A nice tall hat, maybe. Es könnte aber noch etwas Zeit erfordern. Ich sollte mir eine bessere Robe besorgen und vielleicht einen schönen großen Hut. Sie zuckt mit den Achseln. So, das haben wir abgeschlossen. Also, ja, genau. Berkane konnte ihren eigenen Zauberspruch erfolgreich aufschreiben. Ich habe gefunden, wonach Berkane gesucht hat. Ja, gut. Zauberbuch. Zauberbuch. Also der himmlische Unruhestifter gehört in den Zauberbuch-Slot. Das ist nervig. Also krieg ich den mal Idee. Habe ich eigentlich noch was für Paligina vielleicht? Ach ja, das war das. Die Sache. Schnelles Aufbäumen. Stachelfeinde. Diese Feinde werden für kurze Zeit bezaubert. Mhm. Kasuvaris Ruf. Oh ja, das ist gut für Paligina. Und weit wird Sonnenuhr leben durch Tod. Nicht unbedingt. Ja. Stimmt, Zauberbuch. Ah, Berkanas Tagtraum zu Nitternacht. Ist ein 7er. Kein 9er. Ein Blitz aus himmlischer Energie zuckt zwischen den Verbündeten hin und her und verleiht eine zufällige Inspiration, entweder hartnäckig, zäh, fingerfertig, bewusst, scharfsichtig oder resolut. Mhm. Akemias blendender Abschied. Lengrafs Spiegelung, Arkane Reinigung. Ja, verzögerter Feuerball steht leider hier drin und ich glaube nicht, dass du den so geskillt hast, oder, Olaf? Konnte mir doch... Ach so, hier, oder? Nein, den hast du leider nicht, also können wir das Buch nicht tauschen, schade. Und auch die Fluggeschosse hast du in deinem Zauberbuch. Wie sieht's bei Fasina aus? Mantel des Todes. Ja. Da ist es schade drum, aber egal. So, einmal rasten. Und dann begeben wir uns wieder nach unten zur Gallenflüssigkeit und machen da mal einen Cut. Da ist es mal wieder soweit. Und heute vielleicht mal einen Cut ohne Arc zu überziehen. So, vorbei an den beiden. So. Und ja, hier direkt vor dem Gallenabgang. Ja, die oberen Eingeweide. Und da geht's wohl in die unteren Eingeweide.
Das werden wir aber erst das nächste Mal herausfinden. LP087. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.